Ich wollte wieder bei MFG teilnehmen, weil ich gesehen habe, dass die Veranstalter sehr seriös sind, dass es mir extrem viel Spaß gemacht hat letztes Jahr und ich die Chance definitiv nochmal nutzen will, um mit dabei zu sein und dieses wunderbare Erlebnis sozusagen noch einmal miterleben zu dürfen. Ich habe mich vorbereitet, indem ich Gewicht verloren habe beispielsweise oder mich intensiv mit Misswahlen beschäftigt habe. Ich habe mir Videos im Internet auch angeguckt von Misswahlen früher. Mit dem Laufen habe ich versucht, mich zu verbessern. Ich habe nochmal an einem Workshop teilgenommen, um auch mein Gehen zu verbessern. Und genau, vor allem mental habe ich mich auch noch darauf vorbereitet. Einfach die Stärke zu haben, es nochmal anzugehen und alles in Ruhe anzugehen, aber doch vorbereiten. Genau, also ich arbeite als Integrationsberaterin und ich helfe Flüchtlinge und ich sehe ehrlich gesagt schon Parallelen dazu, da ich in meinem Beruf Menschen helfe vor allem Menschen in Notsituationen helfe. Und ich kenne es von Misswahlen, dass die sich eben auch in Hilfsorganisationen mit eininvolvieren und dass sie auch dazu da sind, auch dem Stückchen, also den Menschen sozusagen weiterzubringen, ihnen zu helfen. Und ich finde, dafür müsste auch ein Budget entstehen. Und genau das mache ich auch beruflich. Von daher sehe ich Parallelen dazu, einfach Menschen zu helfen, wenn sie mich brauchen. Ich denke, ich sollte gewinnen, weil ich wirklich schon seit Jahren dieses Ziel vor Augen habe. Ich habe es immer wieder versucht, ich habe mich nicht einschüchtern lassen. Ich habe Tipps vor allem letztes Jahr wirklich angenommen, Kritik gut angenommen und versucht, daraus das Beste zu machen und mich wirklich gut darauf vorbereitet. Und ich kann am Ende sagen, selbst wenn ich nicht gewinnen sollte, ich habe alles gemacht, was ich tun konnte. Es gibt nicht, dass ich mehr machen könnte. Natürlich liegt es auch an den Veranstaltern, das hat dann nichts mehr mit mir zu tun, sondern natürlich wird dann passend entschieden auch. Aber ich denke, mir ist es auch wichtig, vor allem die Veranstalter stolz zu machen, unabhängig vom Ergebnis. Ich bedanke mich ganz herzlich bei allen Menschen, die zugeschaut haben, die unterstützt haben, die auf meiner Seite gestanden waren. Und ich würde mich natürlich über jeden einzelnen Vote extrem freuen. Und ich zeige hiermit meine Dankbarkeit und haltet uns und euch selbst auch am Laufenden. Und vielen Dank schon mal im Voraus. Und ich glaube, es wird auch von euch abhängig, ob ich ins Finale komme und